und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind mal wieder live auf Twitch unterwegs und es ist erst geschmeidige 23.30 Uhr und wir sind gerade erst mitten bei der Hälfte unserer Aufnahmen für heute. Es läuft wie im Schnürchen heute wieder. Wir kommen null voran. Das ist unter anderem mir geschuldet, weil ich hier ewig lang hier Silage sammeln muss. Aber einer ist nicht ganz unschuldig und das ist nämlich der andere da, der Gacki. Wo ist er denn, der Gacki? Hier, ich bin immer noch auf meinem Missionsfeld. Aber du glaubst es nicht, ich bin bei 96% inzwischen angelangt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ja. Ja, ich habe zwei Felder schon komplett die Silage heimgefahren und beim dritten bin ich, naja, so halb, würde ich sagen. Also ich näher mich auch dem Ende. Wird zwar nicht ganz so schnell gehen wie bei dir, aber Ja, und ich werde, wenn ich hier fertig bin, fahre ich kurz zum Hof, lade nach und dann hier unten da ist unser Feld. Da müssen wir auch gleich noch Weizen drauf knallen, damit wir Hühnerfutter bekommen. Ja, nimm gleich die Weizen mit. Und dann müssen wir noch überlegen, was machen wir dann? Paletten oder Silageballen? Silagepaletten. Genau, Silagepaletten. Das ist gut. Mir knurrt so unglaublich der Magen, das gibt's gar nicht. Oh, hör auf von Essen zu reden, ich habe auch Hunger. Ich habe noch einen geilen Salat im Kühlschrank stehen, oh, den werde ich mir dann noch einpfeffern. Ich meine, wir sind erst seit geschmeidigen 5 Stunden live. Ich meine, es ist... Tja. Nix geschafft. Boah, was, das würde ich nicht sagen. Also ich sag mal so, meine Milchfabrik, die ist schon ganz cool. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Kühe melken soll. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich das mit Hand oder per Maschine mache. Aber gut, das lässt sich mit Sicherheit noch ausdiskutieren. Ich sag da mal nichts zu jetzt. Ich hatte da schon was auf den Lippen, aber ich verkneife es mir. Oh Gott, ja. Kacki, hör auf, mir kommen dumme Gedanken. Ja. Oh, ich bin fertig, yay, ab nach Hause, Saatgut und ein bisschen Dünger holen so, und hier umschalten auf Weizen. Ui, ei, okay, da war wohl eine Bodenwelle. Ich mach mal einen Clip. Hast du dich mal versetzt, ja? Deutsch liegt auf der Seite. Oh. Ja, komm. Das sind auch manchmal so kleine Gelben zwischen den Feldern, ne? Ich bin ja doof. Ich habe doch einen automatischen Aufsteller dabei. Ach, deine Sämaschine. Ja, ich versuche gerade so wie so eine Schildkröte mich da aufzustellen. Dann denke ich, Moment mal. Einmal die Taste X und das regelt. Ja, so einen komischen Graben habe ich auf der French Plain neulich entdeckt. Mhm. Aber der verlief längs zur Straße und ich habe irgendwie, weiß gar nicht, irgendwas auf dem Tablet gemacht und bin abgerutscht und steckte im Graben fest und bin fast nicht mehr rausgekommen. Ja, gibt es ein paar beim. In der Nähe vom Shop sind das so welche? Ja, ich war auf dem von Feld 6 und Feld 7, also von den großen Wiesen, zu mir runter, die lange Straße. Da ist auf der linken Seite. Da hat es mich reingedrückt. Oh, ich dachte auch. Ich weiß nicht, ich hatte die Ballenpresse, glaube ich, dran. Ich bin wirklich froh, dass ich da rausgekommen bin, sonst hätte ich wirklich die Sachen zurücksetzen dürfen. Da geht's rum. So, aber das Gute ist, wir haben ja schon Dünger gekauft, irrtümlich. Das heißt, wir können da gleich die Sämaschine mit voll machen. Ja, gerade habe ich ein Bild gesehen aus der Mercedes-Box, wo er hektisch gearbeitet wird. Ach, das ist nie gut. Also nur kurz zum
zum Abholen von euch. Guck hier nebenbei Formel 1 an und es ist halt gerade am Freitagabend. Und die Formel 1 cruist in Miami. So oh. Sieht's aus. So, komm. Hier nochmal Dünger. So, Seemaschine ist voll. Dann holen wir noch ein bisschen Saatgut. Ein bisschen Saatgut? Ja, komm. Oh, jetzt wieder den Triggerpunkt treffen. Wo ist der denn? Hä? Ich hab doch, bin doch da direkt drauf. Und Geld ist auch noch da. Das ist gut. Haben Sim Bottas sein Auto wieder flott bekommen? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich denke mal schon, es sah jetzt nicht so alber beschädigt aus. Was ist denn das jetzt? Weiß nicht. Eine Mu, eine Me, eine De, 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 De. Ich krieg kein Saatgut hier in die Seemaschine, das gibt's doch nicht. Triffst du das Loch wieder nicht, Gacki? Raus aus dem Trigger und rein in den Trigger. So, soll ich dir meine Milchmädels schicken? Die können dir bestimmt helfen. Nein. Nein. Oh, ah. Gut, hat geklappt. So, weiter geht's. Oh Gott, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ich sehe nur noch Tomatenkisten hier. Tomato. Ist doch schön. Oh Gott. So, jetzt machen wir da schnell Weizen. Ja, dann müssten wir eigentlich auch noch malzen. Und wir können gleich mal die Mission abkassieren. Oha. Hat sich wenigstens gelohnt. Ja gut, das Saatgut war ja auch noch teuer, ne? Darf man nicht vergessen, ne? Ja, ich habe jetzt 2,5 Ladungen verbraucht. Oh gut, das geht. Das sind so 10.000 Liter. Nee, 3,5. Da passen ja nur 1.600 Liter rein in die Seemaschine. Ach so? Ja gut, das geht. Und hat 20.000 Euro bringt die Mission. Ach so. Ich dachte 60.000. Das wäre ein Wunschtraum. Ein Wunschträumchen. So, das machen wir hier. Gepuss. Und los geht's. So. Hier um die Ecken. Meine Produktionen stehen fast alle still. Die Mühle ist voll. Die Salatproduktionen sind leer. Die Bäckereien sind teilweise leer. Es ist irgendwie alles leer. Es ist halt Erntezeit, ne? Was willst du da machen hier? Ja. So. Aber zum Glück ist das Feld ja nicht so groß. So, abschließen. Oh, pflügen, Feld 11. 3,7. Nein, nein, nein. 3,7 Hektar pflüge ich garantiert nicht. Naja, mit dem 9 Meter Pflug geht's schon. Aber den haben wir ja hier nicht drauf. Hier haben wir ja nur konventionelle Pflüge. Ja, das ist dann schlecht. So, 420.000 Liter Silage habe ich schon im Lager. Das ist ja mal nett. Stimmt, wir müssen auch gucken, ob unsere Ballen fertig sind. Dann können wir nämlich den Bunker mal wieder befüllen. Damit die BGA für die nächste Nacht vorbereitet ist. Hat sie zu viel ausgeholt, oder was? Komm, zieh rum hier.
Dann müssen wir mal gucken, ob unser kleiner Fendt da mit den Ballen zurechtkommt. Wird schon schief gehen, oder wie sagt man da dazu? So ungefähr, ja. Spitzengrubbern, das ist nichts für uns. Applet, was hast Ja, denn jetzt du für Probleme? die brauchen Futter. Ja, und hier müssen wir uns, ja, da müssen wir uns auch drum kümmern. Ah, oh, meine Güte. So, Ja, jetzt nehmen wir eigentlich würde jeden. ich mir gerne noch ein paar Hühner organisieren. Ne? Ja, wir haben ja jetzt die Freilandhühner mit drauf. Wie gewünscht. Ja. Stimmt, ich wollte mir eigentlich ein paar Dekohühner noch auf den Hof setzen. Das muss ich noch machen. Dafür ist Geld da. Die Freilandhühner. Puh, lass uns doch mal gucken, ne? Tiere, Kühe, Hühner. Deko, Freiland. Oh, sind es nur zwei Ticker? Ja, das ist nur der Eiertrigger und ein Trog. Nee, der Kaufticker. Kaufträger? Stimmt, und ein Kaufträger muss ja auch irgendwie sein. Sag mal. Jetzt juckt das andere Ohr. Irgendwas ist heute komisch. Aber wie um gehört denn das von einer? Ist denn da vorne? Wo spawnen da die Paletten? Eigentlich. So. Das dann. Die den besten hin. Jetzt hier weiter. Also hier wäre ja schon fast witzig. Dann würden die auch noch da auf der Straße rumrennen. Oder man macht sich hier hin. Aber keine Ahnung, ob die dann im Stall mit rumgochern. Wer aufs wäre. Boah. Du weißt, die Giants-Tiere können durch Wände gehen. Da geht alles. Ich muss mal kurz nach Hause. Moment, bitte. Oh, dein Hund ist wieder mal zu Hause. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Den habe ich wahrscheinlich vorher überfahren, deswegen ist er nach Hause gekommen. Ja, klar, dass du da wieder so eine Erhöhung reingebaut hast, du. Scheint's, ich hasse dich. So, auswählen. Wie viele Kinder rein? 100. Machen wir mal 3 Hähne. Und 60 Hühner. Ist okay. Gönn dir. Den Rest kannst du hier voll machen. Oh, da drüben fliegt schon ein Hund. Alter, was. Alter, wie rennen die denn? Alter, wie sind die denn drauf? Alter, die Ja, sind. das sind das auch bei den Dekohühnern auch, die rasen da teilweise ganz schön durch die Gegend. Voll die Speedhühner. Die laufen Das da ist jetzt mir auch schon eigentlich. aufgefallen. Die laufen da jetzt eigentlich mehr im Schafstall rum als in alles andere. Was eigentlich cool ist. Taugt mir eigentlich voll. Glaube, ich habe den verkehrt herum gebaut, den Typ, aber. Egal. Egal. Jetzt steht halt der Futtertrog außerhalb vom Zaun und ihr seid innerhalb vom Zaun.
Das ist aber nicht mein Problem, ja? Ihr könnt ja die 20, 30, 40 Zentimeter aus dem Zaun rausstrecken, den Hals aus dem Zaun stecken und dann das Futter daraus picken. Stellt euch mal nicht so an, das geht. Genau. Ja, dann machen wir gleich, wenn wir hier fertig sind, ja, das schaffen wir, bauen wir uns ein paar Dekohühner auf den Hof. Das mache Ich ich. hab Hühner. Jetzt habe ich Kühe und Hühner. Also, naja, ich hab Ja. Deko-Kühe und ich hab Hühner. So, so, so. Aber sind es eigentlich nicht auch Deko-Hühner? Ich bin mir unsicher. Ja. Es sind Ja. Nachttischlampen. Genau. Oder was meintest du jetzt? Wo bin ich hier gelandet? Bei den Nachbarsbauern. Herzlich willkommen im Irrenhaus. Ihr Tabletten bekommen Sie später. So, guck mal. Fertig. So, dann Fertig. lassen wir den hier mal stehen und gucken uns mal die Hühner Deko an. Ich würde die ja witzig Oh. finden, wenn die hier einmal rennen. So, es ist die Frage, finde ich jetzt den Punkt? Das ist jetzt. Den Das ist jetzt toll. Oh Punkt Gott. von den Hühnern. Ah, Tiermenü. Ja, das Tiermenü. Das Punkt. Punktmenü, das G-G-G-Punktmenü. Ich sag da nichts zu. Oh. Da liegt Hühnerfleisch auf der Straße. Sind vielleicht noch ein paar Federn da, aber dazu kann ich nicht. Der ist mir unterm Reifen gerupft. Oh, okay, bei mir reichen sie, glaube ich, gerade bis zur Straßengrenze. Okay. Oh, und der Hahn, der rennt da hinten wie ein aufgestochener noch was rum. Hallo? Hallo? Kuckuck, wie geht's dir? Ja, pick mal auf dem Beton rum. Und du da, die Tomaten sind nichts für dich. Weg da. Okay. Husch, husch. Magnus Weg. und sein Auto löst sich auf. Okay. Lädt einfach mal ein paar Teile beim Fahren. Wow. Wäre nicht der Genau, Erste, ne? ihr bewacht schön den Briefkasten, ne? Wer, die Hühner oder? Ja. Ich habe den Punkt wirklich gut gesetzt, muss ich sagen. Die gehen genau bis zur Straßengrenze. Grenze. Ganze. So, gut, dann können wir. Oh, nein, nicht aufklappen. Ah, Hilfe. Zuklappen, das wollte ich machen. So, ich will nach Hause fahren. Dann brauchen wir die Walze. So, gucken wir mal, ob sie sich ein bisschen verteilt haben jetzt. Machen wir mal unten nochmal aus. Nee, ich glaube, die sind da komplett in dem Stall drin. Das sieht echt gut aus. Und die sind halt wirklich eigentlich fast perfekt in dem Stall drin.
Oh. Ach, da hinten rennen auch noch welche um. Hallo. Ich hab die hier ausgeschafft. Habt ihr irgendwo, entschuldigen Sie. Hier muss mein Wasserfass stehen. Bitte gehen Sie hier wieder. Das ist Schotter. Ich weiß nicht, ob der schmeckt. Ah, schwierig, schwierig. Aber ich würde sagen, die Frage, ob Schotter schmeckt, erklären wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Und wenn ihr die ganze Chose live sehen wollt, ihr wisst, ne, Twitch, ne, wir sind da. Bis dann, tschüss. Ja, auch von mir schönen Tag noch und ja, schaut einfach rein, würden uns freuen. Kommentare, Däumchen und so weiter immer gern gesehen. Das war's von mir. Oh Gott. Fahren Sie raus.